Die größte Enteignung, die man sich vorstellen kann, hat dieses Wochenende stattgefunden. Ja, und die Akteure im Hintergrund lassen sich dafür noch kräftig feiern und bezahlen. Und während die Menschen, die normalen Bürger, das ganze Desaster am Ende des Tages zu berappen haben. Warum die Enteignung nun Schule machen wird und was das Ganze mit Deutschland und Europa zu tun hat, das in diesem unfassbar wichtigen Video. Mein Name ist Hannes Hertnagel. Mein Name ist Deutsch Benjamin und ganz wichtig, es findet am Donnerstag unser Webinar statt. Übermorgen um 7 Uhr am Abend werden wir ganz, ganz, ganz brisante und wichtige Informationen für euch veröffentlichen. Deswegen meldet euch jetzt hier unten sofort nochmal an. Holt euch einer der letzten Plätze. Wir sind mehr oder weniger fast voll ausgebucht. Holt euch einer der letzten Plätze. Wir sprechen viel über Gold, Silber, Bitcoin, die aktuelle Bankenkrise und was du da machen kannst und wie du davon profitieren kannst über die nächsten Jahre, damit du der Gewinner im Umbruch bist. Hannes, heute haben wir natürlich das Thema Credit Suisse, die Übernahme von UBS mit. Die dadurch natürlich die Enteignung der Sparer schon wieder, dass die fortgeführt wird. Und über das sprechen wir in diesem Video. Deswegen würde ich sagen, legen wir jetzt los. Die größte Enteignung und wer hat es erfunden? Ja, Benjamin, leider deine Wahlheimat, leider die Heimat des Kapitals, das Haus des Geldes, die Schweiz hat es erfunden. Die Schweiz steht nun nicht mehr für wirtschaftliche Stabilität, für wirtschaftliche Unabhängigkeit und für die Sicherheit von Hab und Gut, sondern die Schweiz steht in meinen Augen ganz klar ab sofort für das Vorbild in der Enteignung. Doch fangen wir von vorne an, zum Beginn des Debakels. Alle haben es mitbekommen, die Credit Suisse, die zweitgrößte Schweizer Bank, ist ins Straucheln geraten, ist nach wiederholten Rettungsversuchen, in denen ja alles in Ordnung ist und nachdem man gesagt hat, ja, der Schweizer Staat haftet mir bis zu 50 Milliarden, alles ist in Ordnung, die Finanzstabilität, das neue Wort des alle Politiker auf der ganzen Welt, von Biden bis Scholz gebrauchen. Die Finanzstabilität ist nach wie vor da. Und dann doch übers Wochenende ein bisschen Nervosität. Ja, Nervosität vielleicht ist untertrieben, denn am Wochenende hat eine Krisensitzung die andere gejagt für die Schweizer Politik, als auch natürlich hinter verschlossenen Türen von der Credit Suisse. Und dann war es soweit, Sonntagabend hat die Schweizer Regierung dann stolz verlautbart, dass UBS, die Bank, die vor wenigen Jahren noch gerettet werden musste, dieselbe Bank, die eigentlich selber Finanzprobleme hatte und noch vor wenigen Jahren die Credit Suisse übernommen hat. Und das zu einem Kaufpreis von 3 Milliarden Franken. So, soweit, so gut. Alles ist wieder gut. Die Banken sind gerettet und alle können wieder gut schlafen. Für unsere Stammeinlagen, für unser Kapital ist sicher gesorgt. Ja, dafür haftet auch der Schweizer Staat mit nicht weniger als 9 Milliarden Schweizer Franken, die der Bund direkt, also nicht über die Notenbank, sondern der Bund direkt für Kreditausfälle zur Verfügung stellt. Und noch mehr noch, die Schweizer Nationalbank legt nochmal 100 Milliarden flockig locker oben drauf und sagt, ja, das ist zur Sicherheit für den Liquiditätsdarlehen, wird das der Credit Suisse auch nochmal zur Verfügung gestellt, damit man überhaupt keine Probleme mehr hat. Ja, das nenne ich mal einen Rettungsschirm, doch dieser Rettungsschirm ist ein Stück weit anders, als wir ihn vor Jahren noch kannten. Benjamin, und das ist für mich schon etwas, was in die Geschichtsbücher reingehen muss. Und zwar die Schweiz, der Schweizer Staat hat dazu, um das Ganze übers Wochenende, das in der Nacht- und Nebelaktion fast schon, will ich sagen, durch die Bühne zu bringen, über die Bühne zu bringen, hat man sogar das Notrecht, das vom Notrecht Gebrauch gemacht. Und das Notrecht in der Schweiz und in den meisten Verfassungen so verankert, dass das an und für sich nur angewendet werden kann, wenn es um die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung geht. Und damit weiß man jetzt an und für sich schon, so viel zum Thema Finanzstabilität in Deutschland und in anderen Ländern der Welt, auch in den USA, dass wenn man vom Notrecht Gebrauch machen muss, dass eben die öffentliche Ordnung aufrechterhalten werden kann, dass es dann schon vielleicht um ein paar Dinge gegangen ist, die ein bisschen, sage ich mal, brisanter sind. Aber so eine panische Reaktion macht man nicht einfach so, wenn alles in Ordnung ist, wenn ein normaler Geschäftsdeal abgewickelt werden soll. Und solche Dinge haben schon eine gewisse Tragweite. Und der springende Punkt dabei, warum spreche ich von Enteignung, ist eine Sache. Einmal die 9 Milliarden, die der Schweizer Bund zur Verfügung stellt, sind natürlich eine Enteignung der Schweizer Staatsbürger. Niemand in der Schweiz wurde darüber befragt, ob das Ganze richtig und korrekt ist. Die Vorbild der Schweizer Demokratie in der Welt an und für sich ist Geschichte. Und genauso wurden auch nicht gefragt die Aktionäre. Für das hat man das Notrecht angewandt, dass man die Aktionäre von Credit Suisse und UBS eben nicht mehr befragen muss. Deswegen hat man das in der Nacht- und Nebelaktion mittels Notrecht durchgewunken und alle Aktionäre wurden auch hier ein Stück weit enteignet. Und Benjamin, jetzt haben wir die kleinen Sparer, wir haben die kleinen Menschen, was da in der Bank drinnen sind, alle atmen auf, die Stammeinlagen sind wieder sicher, das Kapital kann wieder fließen und nichtsdestotrotz, der Aktienkurs geht weiter nach unten und nach unten. Und einer, der auch enteignet worden ist, und da wird es jetzt richtig spannend, da kann man auch die Brücke zum Politischen, was mein Spezialgebiet ist, und zwar einer der Anteilseigner
ist natürlich Saudi-Arabien. Nicht weniger als 10% der Credit Suisse sind an und für sich von den Saudis zu verbuchen zu schlagen. Und da muss man schon sagen, wenn es dann heißt, dass hinter verschlossenen Türen massiv Druck von Seiten der USA auf die Credit Suisse, auf die Schweizer Nationalbank, auf die Schweiz selber, auf die Regierung in der Schweiz aufgebaut worden ist, wenn man den verschlossenen internen Quellen glauben darf, was für ein massiver Druck dort von seitens der USA als auch vom UK gekommen ist, ja dann macht das Ganze schon auch Sinn, auch eine politische Tragweite zu finden, wenn Saudi-Arabien sich entscheidet, mit China zu gehen in eine neue Weltordnung hinein, dann macht das Ganze auch Sinn, dass man dort mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen kann und jedem zeigen kann, wo der Hammer hängt. Ja, Hannes, du hast leider recht. Die Schweiz hat das Ganze natürlich verkauft, als wäre das noch ein ganzer Erfolg gewesen am Wochenende. Allerdings muss man das ganz klar auch so sehen, dass es ein Bailout war. Es war ein Bailout, das, wie du richtig sagst, es muss am Ende des Tages der Steuerzahler alles bezahlen. Und das Wort Bailout hat man natürlich nicht verwendet, weil es politisch auch gar nicht mehr möglich wäre, das Ganze ein Bailout-Szenario zu nennen. Aber Hannes, eins ist klar, man muss sich natürlich schützen vor dieser unglaublichen, gigantischen Macht des Staates, die hier ausgespielt wird. Natürlich ist, wenn du heute Aktionäre einfach so mittels Notrecht umgehst und sie de facto enteignest, ja, dann ist das natürlich, hat mit Kapitalismus nichts mehr zu tun, Leute. Da müssen wir uns ganz, ganz ehrlich sein. Das ist natürlich pure Staatswirtschaft. Und mit jedem dieser neuen Übernahmen und mit jedem Einmischung des Staates wird es natürlich immer schwieriger, dass der Kapitalismus, der freie Kapitalismus überhaupt noch wieder gedeihen kann. Deswegen, ja, wir gehen immer tiefer in diese Dinge hinein. Das ist leider so. Und aber Hannes, was auch sehr, sehr spannend war, am Sonntag war das zum Beispiel auch Jerome Powell und auch Finanzministerin Janet Yellen von den USA eben beide, am Sonntag noch auch wieder mal vor der Börseneröffnung vorher noch ein gemeinsames Statement abgegeben haben, wo sie auch gesagt haben, dass, also ich zitiere jetzt mal, das Kapital und die Liquiditätsposition des US-Bankensystems sind stark und das Finanzsystem ist widerstandsfähig. Dazu blenden wir jetzt auch hier einen Screenshot ein, wo man hier sieht, dass das Statement auch wirklich veröffentlicht worden ist. Und Hannes, da blendet man noch einen Screenshot jetzt ein, wo wir zeigen, dass gerade Janet Yellen, die ehemalige FED-Vorsitzende, also die war ja vor Jerome Powell, dass die gesagt hat, dass wir nie wieder eine Finanzkrise in unserem Leben sehen werden. Also den Screenshot habt ihr hier, unfassbar. Es hat wirklich nicht lange gedauert, bis die nächste Finanzkrise gekommen ist. Und ganz komisch war natürlich auch, dass Christine Lagarde auch noch am Sonntag mit der Europäischen Zentralbank verlautbart hat, dass das europäische Bankensystem sicher ist. Direkt aber, Hannes, zum Montag zur Börseneröffnung wurden dann die Banken wieder abverkauft. Wir haben auch die sogenannten Credit Default Swaps der UBS. Die sind auch durch die Decke gegangen. Was ist das Ganze? Ja, da kann man mehr oder weniger darauf wetten, dass die Bank pleite geht. Wie wahrscheinlich ist es, dass die Bank pleite geht? Und selbst die UBS Credit Default Swaps gehen jetzt schon wieder durch die Decke. Unglaublich. Also eins ist, glaube ich, klar. Wir können diesen Finanzjongleuren, sei es Lagarde, Jerome Powell oder Finanzministerin Yellen, der können wir natürlich nicht vertrauen. Und was wir derzeit wieder, Hannes, natürlich uns genau anschauen, ist auch die Notenbankbilanz FED, weil da haben wir auch neue Entwicklungen und blenden wir jetzt noch eine Grafik ein, wo wir eben sehen, dass die Notenbankbilanz aktuell innerhalb von einer Woche um 300 Milliarden Dollar gestiegen ist. Und damit wir das Ganze in Relation setzen für euch, wir sprechen hier von 4 Monaten Bilanzverkürzung, die man ja voller Stolz verkündet hat, zur Inflationsbekämpfung. Und innerhalb von einer Woche haben wir 4 Monate Bilanzverkürzung ruiniert, weil eben durch das neue, Rettungsprogramm seitens der Federal Reserve wieder massiv Geld jetzt eben natürlich auf die Bilanz kommt, beziehungsweise Anleihen auf die Bilanz kommen, die die Banken verkauft haben und massive Spritzen in das Finanzsystem. Und genau das ist eben der heiße Faktor, der aktuell weltweit schon wieder die Menschen massiv enteignet. Weil die nächste Inflationswelle steht natürlich bevor. Benjamin, das verstehst du komplett falsch. Das sind alles vertrauensbildende Maßnahmen unserer Regierung, die einstehen für das Stabilität des Finanzkonstruktes, das die Bankenwelt und alle miteinander verbindet. Das ist die Realität, da müssen wir hinschauen. Und eine Sache folgt mir dabei auch. Ein letztes Jahr durfte ich ein Gespräch mit dem Finanzminister Christian Lindner führen. Und Christian Lindner hat mir im Gespräch verraten, ja, wenn er dann Finanzminister ist und alles so nach seinen Dingen läuft, dann wird die Schweiz nicht mehr so einfach davonkommen. Und jetzt verstehe ich endlich, was er damit gemeint hat, was die Schweiz nicht mehr so einfach davon kommen wird. Und man sieht es auch, die Schweiz kann sich nicht mehr entziehen. Der Druck vom Ausland, von der USA und von allen westlichen Gruppierungen wird immer ein Stück weit größer und dort wird es auch für die Schweiz ganz, ganz schwierig. Benjamin, eine Sache, die müssen wir verstehen, wenn Worte wie
Widerstandsfähigkeit von Finanzsystemen, die Stabilität, die Finanzstabilität, wenn auf der ganzen Welt wieder und wieder gespielt werden, dann wissen wir, die neue Krise wurde eröffnet und das geht natürlich dann rauf und dann runter, einmal verschwindet es wieder in den Medien und dann kommt es wieder, aber das ist definitiv ein Thema, was uns weiter begleiten wird. Und wenn ich dann höre, dass auch in den USA derzeit 200 Banken zu kippen drohen, letzten Freitag hatten wir die letzte Bank, die vierte Bank mittlerweile, was in sich zusammen kollabiert ist, dann wissen wir, wo die Agenda hingeht. Ja, wir haben den nächsten Punkt in der großen Agenda zum Abarbeiten, das ist natürlich die Heimholung des Finanzsystems. Das beginnt alles damit, dass die Banken zu stürzen, dann eine größere das Ganze übernimmt, immer weiter rauf und weiter rauf, bis man am Ende des Tages am Turm zu Babel, am Schuldturm zur EZB und zum Familienunternehmen FED gebracht wird, wo dann alles heimgeholt wird und wir dann alle den Sklavencoin, den digitalen Euro, Dollar, was auch immer, am Ende des Tages bekommen werden. Das ist die Agenda, das wird abgeweitet und dazwischen drinnen werden wir mit vielen, vielen Aufregungen ein Stück weit abgelenkt und sind dann ja noch froh und dankbar, wenn uns noch ein Stück weit ein kleines Teil vom Kuchen übrig bleibt. Und Benjamin, das ist die Gefahr, vor die wir ins Auge schauen müssen. Und dieser Gefahr werden wir auch am Donnerstag, am 23.03. diese Woche um 19 Uhr in unserem Webinar ins Auge schauen. Und wir werden aber auch Auswege bieten. Wir werden euch sagen, wie man aus diesem ganzen Dilemma sein Stück weit sein Vermögen durchbringen kann oder sogar Chancen in diesen massiven Verwerfungen in der Bankenwelt, in der Finanzwelt und auch in der restlichen politischen Welt, will ich fast schon sagen, nutzen kann. Ja, was bedeutet das gesamte Desaster, was aktuell stattfindet für unsere Investments? Da kann ich euch gleich eines vorweg sagen. Die Fed hat definitiv kapituliert. So viel können wir heute schon sagen. Die westlichen Zentralbanken und Politiker haben schon wieder kapituliert, obwohl die Inflation nicht oder noch nicht heruntergekommen ist. Der Konjunkturzyklus, ja, wir beim Best Invest, wir arbeiten ja mit den Zyklen. Der aktuelle Konjunkturzyklus nach Corona, der ist mit ziemlicher Sicherheit abgeschossen und die Liquiditätskanonen werden jetzt wieder angeworfen. Fakt ist aber eines, und das glauben eben derzeit sehr, sehr viele, dass der Markt jetzt sofort durch die Decke geht und sich wieder das große Geld sofort verdienen lässt und man jetzt quasi wieder in den Aktienmarkt einsteigen sollte, weil die werfen ja die Liquidität wieder an. Und da möchten wir euch jetzt schon mal ein bisschen vorwarnen. Da gibt es am Donnerstag viel mehr Informationen dazu beim Webinar am Abend. Aber schauen wir uns doch bitte mal jetzt folgende Grafik an, wo wir uns in den S&P 500 anschauen, gegenübergestellt durch die Leitzinserhöhungen und Senkungen der US-amerikanischen Notenbank. Und wir sehen hier, dass gerade eben bei Zinssenkungen eigentlich der Markt richtig stark anfängt zu fallen. Und es kann wirklich sein, Hannes, dass morgen, wenn es an den Märkten noch ordentlich scheppern sollte, heute und morgen, dann könnte es schon sein, dass vielleicht die Notenbank die Zinsen gar nicht mehr erhöht. Und eines ist aber auch ziemlich sicher, dass die Zinsen morgen vielleicht noch einmal erhöht werden und danach lasst man das Ganze gut sein. Und das bedeutet nichts Gutes für den breiten Aktienmarkt. Das sagt uns die Geschichte. Deswegen, wenn jemand glaubt, ah, jetzt kommt wieder Liquidität, jetzt investieren wir jetzt sofort gleich, naja, so leicht geht es leider nicht. Und was aber die Lösung dafür ist, das gibt es ja am Donnerstagabend. Da reden wir genau über diese Timing-Geschichten, wie man den Aktienmarkt auch gut timen kann. Und da gibt es auch eigene Marken, die wir für euch nennen, wo der S&P 500 hingehen kann, wo ihr dann eventuell auch wieder vielleicht die ein oder andere bessere Chance für euch finden könnt. Und natürlich sprechen wir auch, ob vielleicht es Sinn macht, in Gold zu investieren, in physisches Gold zu investieren, was mit Bitcoin ist und natürlich auch, was die Immobilien betreffen wird. Die Enteignung in Deutschland läuft anders wie in der Schweiz. In der Schweiz greift man auf das Kapital zu. Das ist das größte Gut in der Schweiz. In Deutschland auf das Betongold, das größte Gut in Deutschland. Und da müssen wir uns jetzt schützen. Deswegen Donnerstagabend, 19 Uhr, seid dabei bei unserem Webinar. Wir haben noch Plätze. Es ist ein begrenzter Platzangebot. Es ist alles kostenlos. Und von dem her würden wir uns wahnsinnig freuen, wenn wir da einen epochalen Abend gemeinsam schreiben dürfen. In dem Sinne, vergesst nicht, dass die Zyklen, besonders diese Woche, wie wir gerade sehen, ganz bestimmt nicht schlafen werden. Und Hannes, wir nutzen gemeinsam die Chancen in dieser Zeit. Tschüss Leute und dann bis zum Donnerstag.